30 Stunden Flugzeit. 26 Meter Spannweite, 5 Tonnen schwer. Die neue Drohne Heron TP hat viele Vorteile und könnte bald auch bewaffnet sein. Auf einer Airbase in Israel findet die erste Ausbildung der Drohnenpiloten und Sensorbediener statt. Oberstleutnant Peter ist Tornado-Pilot und wird jetzt an der Heron TP ausgebildet. Wir befinden uns im Moment in dem Cockpit eines unbemannten Luftfahrzeugs, des German Heron TP. Hier vor uns befinden sich die Stationen. Auf der rechten Seite sitzt der Pilot und hier in der Mitte sitzt derjenige, der die Sensorik bedient, die Kameras, steuert dabei. Das ist also das Herzstück, wäre normalerweise im Flugzeug, beim unbemannten Bereich halt eben ist das hier am Boden. Bediener und Pilot können das Geschehen in Echtzeit überwachen. Und als Nachfolger der Heron 1 hat die neue Drohne viele Vorteile in der Aufklärung. Die Kameras sind so leistungsfähig, dass sie auch aus großen Entfernungen heraus diese Bilder produzieren können. Wir können uns dabei sehr große Bereiche, einen ganzen Ort anschauen und dann natürlich auch auf eine Straße, ein Haus, ein Fahrzeug hinunter reingehen und auch aus großen Entfernungen das ganz scharf sehen. Das haben wir auch in der Nacht, da geht es dann mit Wärmebildkameras. Und zusätzlich haben wir dann noch ein Radar, das heißt also, es werden Reflektoren zurückgeschickt dabei, da sind wir völlig unabhängig vom Wetter. Wenn wir sie in die Kamera nehmen und da sind Wolken dazwischen, dann würden wir nicht sehen und das Wärmebild funktioniert dann auch nicht besonders gut. Dafür haben sie das Radar und da können sie genauso drauf erkennen, ein Fahrzeug, Häuser, Menschen, die man dann identifizieren kann. 12 Soldaten werden gerade an dem unbemannten Luftfahrzeug ausgebildet. 9 Wochen dauert der Lehrgang und neben der Theorie steht das Üben von Start und Landung, Steuerung und Notfallsituation auf dem Trainingsprogramm. Jeder angehende Drohnenpilot hat eine fliegerische Ausbildung an einem Flugzeug oder Hubschrauber. Als Kampfjet-Pilot kennt der Oberstleutnant also die genauen Unterschiede und kann einen Vergleich ziehen. Da müssen Sie sich nur vorstellen, wenn Sie in einem Flugzeug selbst drin sitzen, merken Sie natürlich, wie sich das bewegt. Das fehlt uns komplett. Und das ist auch der große Unterschied der Piloten, was man am Anfang erstmal lernen muss. Halt eben nicht mehr mit Steuereingaben, mit einem Steuerknüppel und mit den Pedalen oder mit einem Gashebel, sondern Sie geben dem Flugzeug über eine Maus, über eine Tastatur oder auf den Touchscreens Befehle, wo es hinfliegen soll. Aber ansonsten bekommen Sie von dem Flugzeug halt weder irgendwo eine Lautstärke, Sie bekommen überhaupt kein Feedback. Das heißt, Sie müssen sich da immer wieder reinversetzen und sich das vorstellen, wie es in der Luft sich eigentlich bewegt. Neben dem Beobachten und Aufklären werden die Drohnen in Zukunft auch mit Lenkwaffen ausgestattet sein. Das erweitert die Einsatzmöglichkeiten. Es war immer eine Forderung der Luftwaffe, um zum Schutz unserer Truppen, denn das machen wir hauptsächlich, sowohl in Afghanistan, bis wir das letztes Jahr beendet haben, und auch jetzt in Mali, dass wir unsere eigenen Truppen begleiten, wenn die sich draußen im Gelände bewegen. Wir können das sehen, können ihnen auch Ratschläge geben dazu, wie sie sich vielleicht verteidigen, aber wir können sie halt eben nicht unterstützen. Und dieser Forderung ist das Parlament jetzt nachgekommen, dass wir eine Bewaffnung bekommen sollen für dieses Luftfahrzeug. Und irgendwann wird es dann kommen für uns. Aber erstmal geht es darum, genug Personal an der Drohne auszubilden.